وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin. Ich hoffe, die Hamburger lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wann auch immer ihr seinen Namen hört, so sagt ihr sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah azza wa jal euch reichlich belohnen und uns heute nicht hier herausgehen lassen, außer dass er uns vollständig die Sünden vergibt. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir wollen natürlich immer versuchen, Unterrichte zu machen oder Vorträge zu machen, die unser Iman stärken, unseren Glauben stärken. Und dieses aus einem einfachen Grund. Wir leben in einer Zeit, wo der Islam nicht beliebt ist. Wir leben in einer Zeit, wo er nicht nur nicht beliebt ist, sondern sogar extrem bekämpft wird. Und viele werden schwach in so einer Situation. Und du siehst viele Geschwister, sie kommen vielleicht mal in die Moscheen herein und sie haben große Augen und ein weites Herz für den Islam. Und sie strahlen, wenn sie Allah seinen Namen hören. Und sie strahlen, wenn sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt bekommen. Aber nach einigen wenigen Wochen oder Monaten siehst du, dass sie wieder diesen alten Weg verlassen. Und das liegt daran, dass uns der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte über den Islam, und ein jeder wird Zeuge sein, dass er die Wahrheit spricht, alaihi salatu wa sallam. Bada al-Islamu ghariba. Der Islam hat fremd begonnen. Und er wird wieder so fremd zurückkehren, genauso wie er angefangen hat. Wie war die Anfangsphase? Haben die Leute sich getraut, den Islam öffentlich zu präsentieren? Antwort: Nein. Nein. Abu Dharr radiallahu anhu arba, als er kam, um den Islam anzunehmen, er sagte: Fasharaha li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Islam. Er hat mir den Islam beigebracht. فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي. So habe ich sofort den Islam angenommen. Weil Herzen, die gesund sind, in diesen Herzen passt La ilaha illallah herein. Und Herzen, die verdorben und krank sind, Allah wird niemals diese Shahada in ihren Herzen hereinlassen. Niemals. Und subhanallah, Abu Dharr sagte: O Gesandter Allahs, lass mich den Islam ausrufen. Der Prophet sallam sagte: Uktum al-Amr, so verstecke den Islam. Warum? Weil zu dieser Zeit wurde man getötet, wenn man ein Muslim war. Was hat also Abu Dharr, der edle Gefährte, gemacht? Er hat gesagt: Ja, Rasulallah, bei Allah, ich werde rausgehen und den Mekkanern sagen, dass ich Muslim bin. Ich werde es in die Welt herausschreiben. Dann ist er tatsächlich zu Masjid al-Haram gegangen. Masjid al-Haram. Es gibt Leute, die haben, subhanallah, so ein Jahil, so eine Unwissenheit. Ihr wisst ja, liebe Geschwister, wir suchen noch eine Moschee. Möge Allah uns mit der besten Moschee versorgen. Und ich hatte einmal eine Ermahnung gemacht von Masjid al-Haram, wo wir bei der Hajj waren. Und da schrieb einer so als Kommentar, normalerweise deaktiviere ich die Kommentare, weil die Leute haben mehr Zeit, als sie brauchen, also schreiben sie auch eine Menge. Dann schreibt einer so als Kommentar: Hat Abu'l-Bara jetzt eine neue Masjid? Natürlich, Masjid al-Haram, ja. Er dachte, weil ich von dort aus eine Ermahnung gemacht habe, dass mir Masjid al-Haram gehört. Auf jeden Fall schreibt dann der andere: Warum schreibst du Masjid al-Haram? Allah liebt diese Moschee. Allah wusste. Schau mal, bis wo der Jahl bei uns angelangt ist. Er sagt: Warum schreibst du Masjid al-Haram? Allah liebt diese Moschee. Er denkt, das ist eine Haram-Moschee. Wer geht in eine Haram-Moschee? Es gibt keine Haram-Moschee. Was wollte ich euch damit sagen? Abu Dharr radiallahu an ist zum Haram gegangen und hat gesagt: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Die Leute sind auf ihn gestürmt und haben angefangen,
ihn blutig zu schlagen, bis er ohnmächtig geworden ist. Und dieser edle Gefährte, er sagte, ich konnte diese Shahada nicht zurückhalten. Sie musste nach außen getragen werden. Wo ist dieser Iman bei uns? Uthman ibn Mut'im, radiyallahu anhu wa arda, er hörte ein paar Ayat vom Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wie er Ayat rezitiert hat. Dann sagte er, kada qalbi ayyatir, mein Herz wäre fast davon geflogen. Das heißt, ich habe zum ersten Mal ein Gefühl verspürt, was ich nie zuvor gekannt habe, obwohl ich schon alles in dieser Dunya gemacht habe, was man nur machen konnte. Aber dieses Gefühl war ein anderes Gefühl. Mein Herz wäre fast geflogen. Wo sind unsere Herzen? Sind sie in der Dunya oder sind sie bei Allah subhanahu wa ta'ala? Ein Sheikh erzählte, er war in Masjid al-Nabawi. Möge Allah azza wa jal uns diese edle Prophetenmoschee besuchen lassen. Er sagte, ich sah jemanden, der im Sujud war. Und er machte über eine Dreiviertelstunde Sujud. In der Niederwerfung verblieb er 45 Minuten. Da sagte dieser Sheikh, Wallahi, sein Körper war zwar auf der Erde, sein Körper war zwar gebunden auf der Erde, aber sein Herz war bei Allah. 45 Minuten. Und ich frage euch, wo ist diese Rahba, die wir haben? Dieser Eifer für das Paradies. Wenn ich euch frage, wer möchte von euch in das Paradies? Ganz im Ernst. Meldet euch. Wer möchte in das Paradies? Natürlich alle, außer die Verfassungsschützer, die hier sind. Möge Allah uns bewahren. Die möchten nicht in das Paradies. Möge Allah sie recht leiten und ihnen einen sauberen Job geben. Ich habe das jemand auch direkt gesagt, der sagte danke. Bitte schön, danke. Jeder will in das Paradies. Aber wenn ich euch frage, was war die letzte Tat, wo du selber von dir beeindruckt warst und gesagt hast, Subhanallah, beeindruckt, ich meine nicht, dass du dich gut gefunden hast, sondern ich meine, du hast gestaunt über diese Tat, wie du sie verrichten konntest. Wann war diese letzte Tat? Wann hast du das letzte Mal eine Dreiviertelstunde Sujud gemacht? Aisha radiallahu anha, wie Urwa ibn Zubair radiallahu anhu wa abba berichtet hat, wa rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in, der Sohn von Zubair. Wo ist Zubair? Dass er auch seine Geschichte hier lernt. Er sagte, ich ging am Haus von Aisha vorbei. Ich sah nur, sozusagen durch den Vorhang, dass sie sich im Sujud befanden hat. Als ich zum Markt gegangen bin und zurückgekommen bin, war sie immer noch im Sujud. Wo ist dieser Eifer, liebe Geschwister? Wann hast du das letzte Mal einen Betrag gespendet für Allah, wo du gesagt hast, Subhanallah, ich hätte mir niemals sonst angemaßt, so einen Betrag zu spenden? Wann hast du das letzte Mal eine außergewöhnliche Tat für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Die Taten sind wenig in unseren Büchern. Und es ist so, dass viele Leute heute den Islam leben ohne Islam. Abul Bara, du sprichst in Rätsel. Erkläre uns, was du meinst. Viele Leute sind Muslime, aber sie leben einen Islam ohne Islam. Was meinen wir damit? Wie viele Brüder haben ein Bart, aber sie sagen sich, wären die anderen Brüder nicht da, würde ich diesen Bart weglegen. Aber ich möchte nicht, dass sie schlecht über mich reden. Für wen trägt er diesen Bart? Für wen? Sagt es mir, liebe Geschwister. Für die Leute. Wird Allah ihn dafür belohnen? Nein. Wie viele Schwestern tragen den Hijab oder den Niqab? Und sie sagt, könnte ich das Kleidungsstück doch ausziehen, aber ich will nicht ein Gesprächsthema der Schwestern sein. Islam ohne Islam. Wie viele Leute fangen an mit dem Gebet? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und er sagt sich, könnte das doch das Ende des Gebetes sein. Das ist das Problem, was wir heute haben. Dass wir nicht den Islam richtig praktizieren. Und Allah sagt uns im Koran, man amila salihan min dhakarin aw untha. Derjenige, der Gutes tut, sei er Mann oder Frau. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Und er ist dabei was? Ein Gläubiger. فَلَنَحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Den werden wir ein zufriedenes Leben bescheren. In der Dunya und in der Akhira. Möge Allah uns unter den Glückseligen machen. Jetzt fragen sich viele, warum trifft das nicht auf mich zu? Sagt Allah die Wahrheit? Sagt Allah die Wahrheit? Er sagt immer die Wahrheit, subhanahu wa ta'ala.
Wir sollten nicht anzweifeln, was Allah sagt, sondern wir sollten unsere Taten anzweifeln. Warum sind wir nicht glücklich? Weil der Islam, den wir leben, kein richtiger Islam ist. Wallahi al-Azim, weil der Islam, den wir leben, kein richtiger Islam ist. Schaut mal, wie wir zum Gebet aufstehen. Wir stehen sehr faul auf. Und Allah beschreibt die Heuchler, dass sie nur faul zum Gebet aufstehen. Viele von uns, die auch einen langen Bart haben, oder Frauen, die einen Niqab haben, sie verspäten ihre Gebete bis zum Ende wie die Heuchler. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, tilka salatul munafiqin. Das ist das Gebet der Heuchler. Der Heuchler. Er schiebt sein Gebet auf, bis kurz bevor das andere Gebet beginnt, und dann betet er sein aktuelles Gebet so schnell, wenn du ihn von draußen sehen würdest, würdest du denken, dass ein Huhn das pickt. Spickt. Und das ist kein richtiger Islam. Wo willst du die Glückseligkeit herbekommen? Manche Leute, bevor das Gebet beginnt, sind sie schon 10, 15, 20 Minuten vorher in der Moschee. Er wartet auf das Gebet. Und solange du in der Moschee auf das Gebet wartest, bist du einer, für den die Malaika, die Engel, die gesamte Zeit ein Dua sprechen. Allahumma ghfir lah, Allahumma arham. O Allah, vergebe ihn. O Allah, sei barmherzig mit ihm. Solange du in der Moschee sitzt. Und manche Leute, die beschweren sich, wenn das Gebet 5 oder 10 Minuten später beginnt. Subhanallah, er möchte nicht, dass die Malaika für ihn das Bittgebet machen. Und wer hat den Malaika befohlen, dass sie Bittgebete für dich machen? Allah Azza wa Jal. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie machen nichts von sich aus, sondern sie führen nur aus, was Allah Azza wa Jal befohlen hat. Das heißt, Allah sagt ihnen, sie sollen Bittgebete für dich machen. Schau deine Stellung, dass Allah den Malaika befiehlt, dass sie Bittgebete für dich machen. Subhanal Malik. Warum stört es uns, dass wir 5 oder 10 Minuten hier länger sind? Daher, liebe Geschwister, und wir wollen heute bi'idhnillah as-sami' al-alim an diesem heutigen Tage, und ich hoffe, dass meine Geschwister mit einem motivierenden Herzen hergekommen sind, über Taten sprechen, die unsere Waagschalen yawmul qiyama füllen. Welche Taten füllen am gewaltigsten unsere Waagschalen yawmul qiyama? Höre, was Allah al-Malik al-Haq sagt. Subhanahu wa ta'ala. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ. Und die Waage wird an diesem Tag die Wahrheit sein. Es wird eine Waage geben, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Nicht irgendeine Waage. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte über diese Waage. يُوضَعُ الْمِزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوُّزِنَ فِيهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَوَسِعَةِ. Am Tage der Auferstehung wird die Waage herbeigebracht. Und wenn die gesamten 7 Himmel, wie viele Himmel gibt es? 7 Himmel. Was ist der Unterschied zwischen jedem Himmel? 530 Jahre. Zwischen jedem Himmel zum anderen 530 Jahre. Wenn die 7 Himmel und die Erde auf dieser Waage gewogen werden würden, so würde die Waage dafür Platz haben. Das ist die Waage Yawmul Qiyamah. Sie wird aufgestellt und sie hat 2 Waagschalen. Und tatsächlich werden die Taten gewogen. Allahu Akbar. Denn die Taten Yawmul Qiyamah, liebe Geschwister, haben ein Hajm, eine Größe, ein Gewicht. Und jede Tat, sei sie noch so klein, wird gewogen werden Yawmul Qiyamah. Und stell dir dieses Szenario vor. Du weißt nicht, was Allah für dich geschrieben hat. Das Höllenfeuer oder das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal alle Anwesenden hier in das Paradies erreichen. Dann siehst du, die erste Tat wird gewogen. Die Lüge. So siehst du, die linke Waagschale, wo deine Sayyiat, deine schlechten Taten gewogen werden, überwiegt. Und die rechte, wo deine guten Taten gewogen werden, geht runter. Und wie viele lügen in dieser heutigen Zeit? Bis ich sage, Wallahi, sie lügen in einer Zeit, wo sie nicht mal lügen müssten, einfach nur, weil sie lügen möchten. Und sie schwören dabei noch schlimmer auf Allahs Namen. Höre,
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, indem er Hamalatul Arsch beschrieben hat. Wer sind die Hamalatul Arsch? Diejenigen, die den Thron von wem tragen? Von Allah azza wa jalla. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. An diesem Tag werden 8 gewaltige Engel Allahs Thron tragen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, mir wurde erlaubt, dass ich diese Engel beschreiben darf. رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى. Seine Füße vom Engel sind in der untersten Erde. Wie viele Erden gibt es? 7, wie Himmel. Seine Füße sind in der untersten Erde und er ist so groß, 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 groß über die ganzen Himmel hinaus, über den 7 Himmel hinaus und der Thron ist auf seiner Schulter. So sagt dieser Engel, der so gewaltig ist, Subhanak, gepriesen seist du, der du keine Fehler hast. Wie gewaltig du bist, Ma'a'zamak. So sagt Allah Azza wa Jal zu diesem Engel, diese Gewaltigkeit kennt nicht ein Diener von mir, der über mich lügt. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Was denkst du, wie gewaltig deine Strafe sein wirst? Wie gewaltig deine Strafe sein wird, wenn du lügst? Warum lügst du ja? Vor wem hast du Angst? Eigentlich lügt nur jemand, der Angst hat. Hast du Angst, wenn ich dich frage? Du sagst, nein, ich bin Rajul. Ich bin ein Mann. Eine Salame. Nein. Frage. Warum lügst du da? Nur, es lügt nur jemand, der Angst hat. Manche lügen ihre Frauen an, weil sie Angst vor ihrer Frau haben. Ich war gar nicht da. Sagt ihm, komm her. Der hat Angst vor seiner Frau. Und draußen zeigt er uns den Löwen. La haula wa la quwwata illa billah. Eine Lüge wird auf deine Waagschale gestellt. Dann, alhamdulillah, hast du einmal gespendet für Allah Azza wa Jal mit reiner Aufrichtigkeit. Dann wird das auf die Waagschale gestellt. Dann siehst du die Waagschale, wo die Hasanat, die guten Taten gewogen werden, geht etwas höher. Dann kommt aber wieder eine Sünde von dir. Du bist schlecht zu deinen Eltern. Alles hat ein Gewicht, ja, umul Qiyamah. Du hast deine Mutter angeschrien. Du hast vielleicht sogar deinen Vater ins Gesicht gespuckt. Du hast zu deiner Mutter gesagt, du bist nichts wert in meinen Augen. So wird Allah diese Sünde von dir nehmen und wiegen. Wallahi, billahi tallahi. Und ich schwöre von dieser gesegneten Moschee. Wenn deine Mutter nicht mit dir zufrieden ist, du wirst niemals das Paradies betreten. Vergiss es. Und wenn dein Vater nicht mit dir zufrieden ist, du wirst niemals das Paradies betreten. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةِ. 3 Personen hat Allah das Paradies verboten. وَذَكَرَ مِنْهُمْ الْعَادِ. Und einen dieser Personen hat er erwähnt, der ungehorsam zu seinen Eltern ist. Er wird das Paradies nicht betreten. Mit wem hat er sie erwähnt? Wer sind die anderen beiden? Al-Aad ist einer. Wir haben gesagt, insgesamt 3. Ad-Dayyuf, der keine Eifersucht hat für seine Familie. Er lässt seine Frau rausgehen mit jedem Mann. Er lässt sie reden mit jedem Mann. Er motiviert sie sogar, an Veranstaltungen teilzunehmen, wo sie vor den Männern tanzt. Ein Dayyuf, der keine Eifersucht hat für seine Frau. Er geht zu einer Hochzeit und seine Frau tanzt vor allen Männern und er freut sich und sagt, alle schauen meine Frau. Dayyuf, ein Eifersuchtsloser, dieser wird niemals das Paradies betreten. Und, wer noch? Alkoholiker. Mudminul Khamr, der ein Alkoholiker ist. Mit diesen Leuten hat Allah Azza wa Jal diejenigen erwähnt, die ungehorsam zu ihren Eltern sind. Schau mal, deine Mutter macht bis heute noch deine schmutzige Wäsche sauber, obwohl du schon ein großer Mann mit Bart bist. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, zu ihm kam ein Mann. Er sagte, ja Amir al-Mu'minin, ich versuche meine Mutter so gut wie möglich zu versorgen. Und ich versuche sie so gut wie möglich zu behandeln. Und ich trage sie sogar auf dem Rücken, wenn ich sie auf Toilette bringe, damit sie ihre Notdurft verrichtet, dann drehe ich mich um aus Scham, dass ich etwas von ihr sehe, was ich nicht sehen möchte. Habe ich meine Aufgabe hier erledigt? So sagte Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu,
du hast deine Aufgabe nicht erledigt. Er sagte, ja, Amir al-Mu'minin, ich mache all diese Dinge, damit ich meine Mutter zufriedenstelle. Ich trage sie auf meinen Rücken. Warum habe ich sie nicht zufriedengestellt? Er sagte, dasselbe hat sie für dich gemacht, als du noch klein warst, wobei sie gehofft hat, dass du weiter am Leben bleibst. Was dich anbelangt, du wartest auf die Tage, wo sie stirbt. Ewallah. Sei gut zu deiner Mutter. Und ich sage jeden heute, der schlecht war zu seiner Mutter, Wallahi, renne heute nach Hause. Renne nach Hause. Und vielleicht fragst du dich, warum läuft vieles in deinem Leben falsch? Unter anderem wegen deiner Mutter. Renne nach Hause. Küsse die Hand und die Füße deiner Mutter und entschuldige dich bei ihr. Deine Mutter ist barmherzig. Sie wird barmherzig mit dir sein. Und sie wird dir vergeben, egal was du getan hast. So sind Mütter. Möge Allah Azzawajal unsere Müttern vergeben. Möge Allah Azzawajal sie ins höchste Paradies hereinbringen. Möge Allah Azzawajal unseren Müttern den Jahl aus ihren Herzen nehmen und ihnen dafür vergeben. Unsere Mütter, subhanallah, die waren nicht in der Schule. Und die haben nicht viel gelernt. Aber alhamdulillah, sie haben uns großgezogen. Und überlegt mal heute, einer, der praktiziert ein paar Tage, fühlt sich gut und der hat ein Bad, dann geht er nach Hause. Und weil seine Mutter ein paar Fehler in der Religion macht, weil sie kein Wissen hat, sagt er ihr, du Jahila, du Unwissende. Und sie hat ihm das Reden beigebracht. Schaut mal, wie er redet. Das Wissen, dieses Reden, was sie dir beigebracht hat, du hast nichts anderes damit vor, als sie zu beleidigen. Aber so sind die Leute in der heutigen Zeit. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sah einen Mann, der zum Dschihad wollte. So fragte dieser Mann, ob er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam teilnehmen kann am Dschihad. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Hallaka min hast du eine Mutter? Er sagte, ja, ja, Rasulallah, ich habe noch eine Mutter. Er sagte, falzamha fa innal jannata tahta rijlayha. So geh und kümmere dich um sie, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das Paradies ist unter ihren Füßen, deswegen suche das Paradies bei der Zufriedenheit deiner Mutter. Dass du schlecht warst zu deiner Mutter und zu deinem Vater, wird gewogen. Die Waagschale der schlechten Taten wird wieder hochgehen. Und dein Gesicht wechselt seine Farbe. Das ist ein schwerer Moment an diesem Tag. Dann wird gewogen, dass du Alkohol getrunken hast, oh Dinar Allahs. Und leider höre ich von Geschwistern, dass viele diesen Alkohol nicht lassen, obwohl sie 5 Gebete am Tag machen. Warum, Yahuwah? Warum lassen wir dieses Schandzeug nicht? Wallahi, dieses Schandzeug ist eine Erniedrigung in der Dunya. In der Dunya, bevor die Strafe im Jenseits kommt. Wie in der Dunya. Habt ihr nicht die Leute gesehen, die alkoholisiert sind, wie sie sich benehmen? Habt ihr sie nicht gesehen? Möchtet ihr so werden wie sie? Das ist nicht nach dem ersten Bier passiert oder nach dem ersten Glas. Nein, sie haben angefangen mit einem Glas, mit einem Schluck. Und viele sind jetzt auf der Straße und sie sagen, hast du 56 Cent? Und du kannst nicht eine Minute neben ihnen stehen, weil sie riechen, wal'iyadu billah, bis in den Himmel. Und wenn du Alkohol trinkst, dann bist du benebelt und du weißt nicht genau, was mit dir passiert. Unser Sheikh hat erzählt, dass eine Person einmal so alkoholisiert war, dass er seine Mutter dazu gezwungen hat, mit ihm den Geschlechtsverkehr auszuüben. Und er hat sie gedrängt und gedrängt und sie hat versucht, ihn von sich zu weisen, bis er ihr mit dem Tod gedroht hat. Also hat sie das Schändliche dann mit ihm gemacht. Alkoholisiert, er weiß nicht, was er tut. Nachdem er gemerkt hat, was er gemacht hat, als er wieder zu sich kam, hat er eine Waffe genommen und sich erschossen. Das ist das Ende von einem Höllenbewohner. Weil die Leute wissen nicht, was mit ihnen passiert. Jeder kann mit dir spielen, wenn du diesen Alkohol trinkst. Und daher lasse das, o Diener Allahs. Du bist ein edler Mensch, den Allah geehrt hat mit diesem Islam. Daher erniedrige dich nicht mit etwas Minderwertiges. Allah gibt dir den Islam, damit er deine Stellung erhöht. Und subhanallah, du findest nichts anderes, als dich mit einem billigen Zeug zu erniedrigen. Allah hat dir das Wertvollste gegeben, also erniedrige dich nicht mit etwas Minderwertiges.
billigem Original was. Das ist Al-Mashhad, das ist das Ereignis Yawm al-Qiyamah. Die Taten werden gewogen werden. Und das, was am meisten, am gewaltigsten wiegt, ist dein La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist das Gewaltigste, was wiegt. Also musst du am meisten darauf achten, dass diese La ilaha illallah, Shahada, die du gesprochen hast, mit nichts Üblem vermischt wird. Kein Schirk. Ich wundere mich über Leute, die sich heute so als Löwen der Umma bezeichnen. Und die posten Bilder so mit Waffen. Und die posten Bilder, indem sie sich in einer bestimmten Situation zeigen. Sie reden von Muwahid und Muwahid und Muwahid. Schaut mal, wie viel Schrick sie haben, ohne das zu merken, die Ärmsten. Sie wissen nicht, Schirk ist nicht nur, dass du Allah beschimpfst. Kufr ist nicht nur, dass du Allah beschimpfst. Schirk ist nicht nur, dass du jemand anderen rufst, außer Allah Azza wa Jal. Nein, es gibt andere Formen vom Schirk. Es gibt Schirk al-Asra, den kleinen Schirk, dass du selber dich toll findest. Al-Ujub. Ich meine, in dem Moment, wo er so ein Bild macht, er mit einer Kalaschnikow und er zeigt sich. Warum macht er so ein Bild? Frage. Er findet sich toll. Er sieht sich jetzt schon als Held der Nation, obwohl er noch gar nicht drüben ist. Aber er freut sich schon mal im Voraus. Schick, das ist schick. Aber er heißt Abu Muwahid. Aber wie? Ja, Muwahid, da ist ein bisschen Schick drin. Das räumen wir schon weg. Er sieht sich besser als andere, weil er ja die Bilder. Diesen Schirk müssen wir von unseren Herzen nehmen, dass wir nur Allah Azza wa Jal anbeten und wir machen unsere Taten nur für Allah Azza wa Jal und wir schauen nicht nach der Schöpfung, sondern nach dem Herr der Schöpfung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und so wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal wird Yawm al-Qiyamah, am Tage der Auferstehung, einen Menschen abtrennen, das heißt, weit wegbringen von der übrigen Menschheit. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. Dann werden 99 Papierrollen ausgebreitet von dieser Person. Und so weit, wie das Auge reicht. Was steht auf diesen Papierrollen? Hä? Was steht auf diesen Papierrollen? Seine Sünde. Überleg, er hat 99 Papierrollen. Alle Sünden sind darauf verzeichnet. Thumma yaqul. Dann sagt Allah zu dieser Person: Atunkiru min hadha shay'a. Was ist los, oh mein Diener? Gibt es etwas, was nicht stimmt und auf diesen Papierrollen verzeichnet wurde? Awalamat katabati al-hafidun. Haben dir meine Schreiber, meine Engel Unrecht angetan? So sagt dieser Diener, der weiß, dass er kurz davor ist, zerstört zu werden. La ya Rab. Oh nein, oh mein Herr. So sagt Allah Azza wa Jal, أَفَلَكَ عُذُ Subhanallah. Hast du eine Entschuldigung? Das heißt, hast du eine Entschuldigung für diese Taten, die du alle gemacht hast? 99 Papierrollen, so weit wie das Auge reicht und nur Allah weiß, wie der Umfang von diesen Sünden ist. So sagt er, La ya Rab. Oh nein, oh mein Herr. Hast du irgendeine Entschuldigung? Nein, oh mein Herr. فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنًا. So sagt Allah zu ihm, bei uns hast du aber eine gute Tat, von der du nichts weißt. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Und heute wirst du kein Unrecht erfahren. فَيُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. So wird eine Karte von ihm herausgenommen, auf der steht, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Alayhi salatu wassalam. Diese Karte wird genommen von ihm. So wird gesagt werden, فَيَقُولُ أُحْضُرْ وَزْنَكَ. So bereite dich vor.
Dann sagt dieser arme Diener: Ja Rab, ma hadhihi al-bitaqa, was ist diese Karte? Ma hadhihi al-sijillat, gegenüber den 99 Papierrollen, auf denen alle meine Sünden verzeichnet sind. Faqala fa innaka la tudlam. Du wirst heute kein Unrecht erfahren. Qala fatudau al-sijillat fi kiffa wal-bitaqatu fi kiffa. Dann wird Allah Azza wa Jal seine gesamten Sünden, die 99 Papierrollen, auf einer Waagschale stellen und die Bitaqa, die Karte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, auf einer anderen Waagschale stellen. فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتْ الْبِتَاقَ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَ شَيْءٍ. Und die Karte mit La ilaha illallah, sie wiegt so schwer, dass die Waagschale mit den guten Taten nach oben schießt und die Sijillat, die Papierrollen, hinwegfliegen. Denn nichts ist schwerer als der Name Allahs. Allahu Akbar. Und dann wird er in das Paradies hereingelassen. Durch La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ich frage mich, wie sehr achtest du auf deine Shahada? Und viele Leute wissen leider nicht, was sie sagen, um ehrlich zu sein. Du siehst viele Leute, der sagt La ilaha illallah, aber er diskutiert die gesamte Zeit gegenüber Gebote. Du hörst Schwestern, wenn du sie fragst, bist du Muslima? Sie sagt dir, Alhamdulillah, ich bin Muslima. Dann freust du dich. Du sagst ihr nur, Schwester, eine Sache. Du betest, du fastest, warum trägst du kein Hijab? Sie sagt zu dir, ich kann auch so eine gute Muslima sein. Ist das La ilaha illallah? Frage. Frage an euch. Was heißt La ilaha illallah? La ilaha illallah heißt, du lebst ein Leben für Allah. Es ist nicht mehr deine Meinung gefragt. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ. Wer Allah und seinen Gesandten gehorcht. Ich frage dich, wo ist hier der Platz für deine Meinung? Zwischen Allah gehorchen und den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam zu gehorchen. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Es geziemt sich nicht für einen Gläubigen und für eine Gläubige. Verboten! Wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dieses ist fest, so dass sie immer noch ihre Wahl hier hätten. Wenn Allah dir sagt Hijab, dann Hijab. Erzähl mir nicht einen Film Hindi, sagen wir auf Arabischen. Diese Filme gehen nie zu Ende. Ihr kennt den Film Hindi, die haben 10 oder 12 oder 13 Teile. Das heißt, sie will nur diskutieren. Du sagst zu einem Bruder, ja, achi, barakallahu fi. Du sagst, la ilaha illallah. Nur Frage, warum gehst du in das Schwimmbad? Ja, er will Schnecken suchen, aber nicht diese Schnecken. Nein, es gibt noch andere Schnecken. Subhanallah. Warum gehst du in die Shisha-Bar? Er sagte, ja, man muss doch nicht alles so genau nehmen. Guck mal, Subhanallah. Der hat nicht verstanden, was La ilaha. La ilaha illallah bedeutet, dass du das, was du auch in deinem Herzen magst, schön findest, dass du das zurückstellst für wen? Für Allah. Was ist La ilaha illallah? Viele verstehen nicht, was La ilaha illallah. La ilaha illallah ist, dass du sagst, Allah ist mein Herr. Was auch immer er liebt, so liebe ich das. Und was er immer, subhanahu wa ta'ala, nicht liebt, ich darf es nicht lieben. Und wenn ich das mache, dann bitte ich Allah sofort um Vergebung. Das ist La ilaha illallah. Ja Allah, ich war sündig dir gegenüber. Ich verlasse diese Sache. Das ist La ilaha illallah. La ilaha illallah ist nicht, dass du sagst, wenn mir eine Sache gefällt, dann mache ich sie, egal ob Allah sie liebt oder nicht liebt. Das ist kein La ilaha illallah. Da kannst du dir eine andere Religion suchen. Es gibt verschiedene Religionen, da kannst du machen, was du willst. Ja? Es gibt Leute, die haben keine Religion. Die beten vielleicht eine Götze an, zum Beispiel Buddha. Und ihr seht ja diese Statue, die lacht. Die lacht, weil die Leute sie anbeten. Deswegen, sie lacht sehr. Du fragst sie, warum betet ihr Buddha an? Ja, das ist eine tolerante Religion, wir können alles machen, was wir wollen. Ja, wozu brauchst du dann eine Religion? Das ist die Frage. Wozu brauchst du dann eine Religion? Schaut mal, die Leute wollen ihr Gewissen befriedigen, indem sie so tun, als ob sie eine Religion hätten, aber sie leben nicht danach. Deswegen lest ihr in den Zeitungen, die Salafisten nehmen den Koran wortwörtlich. Wisst ihr, was wortwörtlich meint? Dass wir uns an den Koran halten. Weil die Kuffar wollen, dass wenn steht, dass Allah Azza wa Jalla sagt zu der Frau, sie soll ein Hijab tragen. Ja, das ist ein Hijab übers Herz, nicht über den Kopf. Und nicht über den Körper. So ist die Sache.
La ilaha illallah heißt, du hältst dich an deine Religion. Du bist ein Sklave, ein Diener, sagt Alhamdulillah. Wallahi, Alhamdulillah, dienen wir Allah und nicht Shaitan und irgendwelchen Menschen, die abgehört sind. Das ist Islam. Das ist unsere Religion. Deswegen sind wir freie Menschen. Wir sind freie Menschen. Wir sind keine Diener der Medien. Wir sind keine Diener vom Fernsehen. Wir sind keine Diener von Rappern oder Schauspielern. Wir sind Diener Allahs. Nur ihm dienen wir. Schaut mal, die ganzen Jugendlichen heute, sie dienen den Medien. Was die Medien ihnen vorgeben, das machen sie. Das heißt, sie sind Sklaven von den Medien. Von einer verrückten Gesellschaft, die jeden Tag ihre Werte ändert. Bei Allah gelten immer dieselben Werte. Er liebt es, dass du das Gute tust und das Schlechte verlässt. Du hast ein Maßstab. Du weißt, was Allah zufrieden macht und was ihn nicht zufrieden macht. Aber diese Leute werden dir jeden Tag einen neuen Film bringen. Jetzt ist es modern, dass sich jeder und alles tätowiert. Aber dann merkt er, sein halber Körper ist tätowiert, aber er ist immer noch nicht glücklich. Dann hat er einen Hund, dann tätowiert er ihn. Er weiß nicht, was er mit seinem Leben macht. Und jeden Tag haben sie eine neue Geschichte. Aber Alhamdulillah, wir wissen, diese Sajda, diese Niederwerfung vor Allah zeigt uns, dass nur das die Wahrheit ist. Möge Allah Azza wa Jalla uns in der Niederwerfung stärken lassen. La ilaha illallah, du musst das bewahren. Du musst Allah aufs Neueste und jeden Tag zeigen, dass du La ilaha illallah als Höchstes bei dir setzt. Wenn du eine Schwächephase hast, ja Allah, helfe mir. Wallahi, Allah hilft dir. Denkst du, du fragst ihm nach etwas Gutem und Allah lehnt dich ab? Niemand! Allah ruft die Kuffar, die seine gläubigen Diener ins Feuer geschmissen haben. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al-hariq. Wahrlich diejenigen, die die Gläubigen in Versuchung gebracht haben. Was bedeutet das? Die haben einen Graben ausgegraben und haben die Gläubigen hereingeworfen, um sie zu verbrennen. Die Gläubigen, Auliya Allahs. Und subhanallah, Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich diejenigen, die die Gläubigen in Versuchung gebracht haben, wenn sie nicht bereuen. Das heißt, er hätte ihm was trotzdem die Möglichkeit gegeben zu bereuen. Das sind Leute, die haben seine gläubigen Diener getötet. Und er gibt ihnen trotzdem die Chance zu bereuen. Und wir sind Muslime, wir haben niemanden getötet. Oder? Inshallah. In Berlin traue ich mich nicht zu fragen. Wir haben doch niemanden getötet. Und wir sagen, La ilaha illallah. Wenn diese Mujrimin eine Chance bekommen, dann keiner, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Das ist das, was wir wollen, liebe Geschwister. Wir wollen Allahs Wohlgefallen haben. Jeden Tag versuchst du, etwas Gutes zu tun. Jeden Tag versuchst du, einen guten Charakter zu zeigen. Wir kommen gleich dazu. Jeden Tag versuchst du aufs Neueste, Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Und wenn du merkst, du wirst schwach, mache bitte Gebet zu Allah azza wa jalla und sag ihm, ja Allah, du kennst mich, du weißt, dass ich niemanden mehr liebe als dich, aber Shaitan hat mich im Griff. Ja Allah, bringe diesen Shaitan weg von mir, auf dass ich dich einzig und alleine bitten und dienen darf, denn du bist das, was mir am liebsten in diesem Leben ist. Möge Allah azza wa jalla uns nur mit La ilaha illallah stärken lassen. Das zweite, liebe Geschwister, eine der schwersten Taten, die auf der Waage wiegen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Laysa shay'un athqala fil mizan min khuluqin hasan. Allahu Akbar. Nichts wiegt auf der Waagschale schwerer als der gute Charakter. Als was? Als der gute Charakter. Diesen vermisse ich bei unseren Geschwistern. Nichts wiegt schwerer auf der Waagschale als der gute Charakter. Manchmal siehst du vielleicht eine Person, der hat vielleicht keinen Bart und sieht äußerlich nicht nach der Sunna aus. Und du siehst in einem Kriegsgebiet, er stirbt und dabei hat er den Finger ausgestreckt und La ilaha illallah gesagt. Obwohl er nicht äußerlich sonderbar nach der Sunna aussieht. Es gibt Geheimnisse zwischen einem Diener und Allah. Was könnte diese Person zum Beispiel gehabt haben? Einen sehr guten Charakter. Er hat vielleicht nicht viele Taten gemacht. Vielleicht hat er nur seine 5 Pflichtgebete gemacht. Nicht mal die Sunnangebete. Vielleicht hat er nur im Ramadan gefastet, nicht an anderen Tagen. Vielleicht hat er nur gespendet, wenn
er auch seine Zakat entrichten musste. Und er hat keine zusätzliche Spende gegeben. Aber er hatte einen sehr guten Charakter gehabt. Damit stirbt er und Allah wird ihn in das höchste Paradies hereinbringen. Wie? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Person. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata qa'im al-layl wa sa'im al-nahar. Der Gläubige erreicht durch seinen guten Charakter die Stufe von jemandem, der dauerhaft jede Nacht betet und jeden Tag fastet. Obwohl du nicht viele Taten machst. Und ich empfehle denjenigen, die sagen, es fällt mir so schwer, gute Taten zu machen, dann hab wenigstens einen guten Charakter. Hab einen guten Charakter, denn du erreichst damit, subhanallah, was? Die Stufe von wem? Von einem, der jede Nacht betet und am Tag fastet. Können wir das? Wir schaffen das. Uns geht ja schon die Puste aus, wenn wir fünfmal am Tag beten. Dann sagen wir brauchen jetzt erstmal Sommerpause. Wir schaffen das nicht. Daher, zeig einen guten Charakter. Subhanallah, obwohl du nicht viele gute Taten gemacht hast, aber wenn du einen guten Charakter hast, dann hast du die besten Stufen bei Allah erreicht. Anders als eine Person, er macht viele gute Taten, aber er hat einen schlechten Charakter, dieser ist im Höllenfeuer. Wie Abul Bara. Eine Person, er hat viele gute Taten gemacht, aber er hat diese guten Taten verschenkt, indem er Schlechtes getan hat, weil er einen schlechten Charakter gehabt hat. Dieser geht ins Höllenfeuer, höre diese Überlieferung. So kam eine Gruppe zum Gesandten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, und sie sagten, inna fulanatan taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Eine Frau, sie betet in der Nacht und fastet am Tag und macht gute Taten. Sie liest Koran, sie erwähnt den Namen Allahs azza wa jalla und sie spendet, aber am Tage verletzt sie ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Das heißt, sie lästert über sie. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. Was sagte er über sie? Sie hat gute Taten und schlechte Taten. Er sagte, an dieser Frau gibt es nichts Gutes. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Schaut mal, der eine hat wenig gute Taten, aber erreicht mit einem guten Charakter was? Die Stufen von einem dauerhaft Betenden und Fastenden. Die andere hat so viel an guten Taten, aber durch ihre schmutzige Zungen, und viele haben das leider geerbt bekommen von dieser Frau, hat sie ihre gesamten Taten vernichtet. So dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht sagte, an ihr gibt es Gutes und Schlechtes, er sagte, an ihr gibt es nichts Gutes. Wie kann eine Person seine Religion praktizieren und seine Geschwister mit der Zunge verletzen? Wie? Hat er nicht verstanden, was ich sage? Liebt er nicht die, die Allah liebt? Er verletzt sie sogar mit der Zunge. Und an dieser Stelle danke ich allen, die schlecht über mich reden, denn ich brauche diese Hasanat Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah. Ich hasse dich. Und wir lieben dich, Allah. Möge Allah so schön unser Herzen zusammen. Wenn du auch viele gute Taten hast, aber deine Zunge ist schärfer als ein Schwert, so bist du Odina am Was. Es wird dir um Al-Qiyama nichts bringen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und ich hoffe, ihr merkt euch die Punkte. Erster Punkt war was? Hä? Wie in der Schule. Ich nehme den ran, der wegguckt. Erster Punkt war? Sehr gut. Allahumma barik. Möge Allah dich unter den Fahnenträger vom Tauhid. Zweiter Punkt, der gute Charakter. Jetzt kommt der dritte Punkt, Al-Dhikr. Was ist Al-Dhikr? Das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Höre, was Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Kalimatan, Habibatan, ila Rahman, Khafifatan, ala Lisan, Thaqilatan, fil Mizan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-Azim. Zwei Wörter, die Ar-Rahman, der Al-Erbarmer liebt. Sie sind leicht auf der Zunge und schwer auf der Waagschale.
Welche Wörter? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-Azim. Wie oft machst du Dhikr am Tag, o Diener Allahs? Es gibt Leute, der sitzt an der Bushaltestelle, guckt sich seine Fingernägel an, versucht seine Nase zu finden, die ist da, ja, du brauchst die nicht zu suchen. Spielt irgendwas, nimmt sein Handy, er will seine Zeit vertreiben, totschlagen. Was könnte er stattdessen machen? Dhikrullah. Bei Allah ist Dhikrullah mehr wert, als dass du Gold und Silber spendest. Hast du gehört? Mehr wert, als dass du Gold und Silber spendest. Und je mehr du Dhikrullah machst, umso schöner wird dein Paradies bebaut. Die Engel, sie bauen dein Paradies, sie verschönern dein Paradies, solange du Dhikrullah machst. Aber wenn du aufhörst, dann hören sie auch auf zur Arbeit. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Wirst du dicker, wenn du diese Wörter sagst? Wirst du hässlicher? Bekommst du Pickel? Wallahi al-Azim, das fördert nur dein Iman. Einer hat diesen Hadith gelernt. Einen Jordanien, möge Allah azzawajal mit ihm barmherzig sein. Ein jüngerer Mensch. Und dann hat er jeden diesen Hadith erzählt. Ja, Achi, sag Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und eines Tages hatte er eine Operation. Dann sagte er zum Doktor, halt, bevor du mit der Operation anfängst, der Doktor, sag Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Er ist nach der Operation gestorben. Der Doktor sagte, mein Herz wurde zum Leben gebracht durch seine Worte. Deswegen motiviert die Leute, dieses zu sagen, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und er sagte, walhamdulillah tamla'ul mizan. Und dass du alhamdulillah sagst, das erschwert deine Waagschale. Es füllt deine Waagschale, dass du alhamdulillah sagst. Und alhamdulillah, wir sagen in vielen Situationen am Tag alhamdulillah. Wann zum Beispiel? Wenn uns jemand fragt, wie es geht. Bitte? Wenn jemand fragt, wie es einem geht. Also wenn jemand dich fragt, wie es dir geht. Sehr gut. Wann? Beim Gebet. Beim Gebet, richtig. Nach dem Essen, das könnt ihr gut, weil manche essen auch 10 Mal am Tag. Dann haben sie mindestens 10 Mal Alhamdulillah gesagt. Wenn Lohn drauf ist. Nein. Zu allem sollst du Alhamdulillah sagen. Alhamdulillah, du sagst die ganze Zeit, Alhamdulillah, füll deine Waagschale, ja. Sei nicht geizig. Sag Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Alhamdulillah. Ich möchte, dass ihr das heute in eurem Leben einbaut. Diese Taten, die wir sagen. Und das Schöne ist, und das sage ich euch von vornherein, und ich liebe euch für Allah Azzawajal, möge Allah Azzawajal uns mit euch Yawm al-Qiyamah im höchsten Paradies vereinen. Ich sage euch, alle Taten, die wir aufzählen, ihr könnt alles umsetzen. Ihr müsst euch nur etwas bewegen. Und dann gibt es eine Sache, liebe Geschwister. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khaslatan la yuhafidhu alayhima abdun muslimun illa dakhala al-Jannah. Zwei Dinge, wenn der Muslim sie bewahrt, dann wird er in jedem Fall in das Paradies hereingehen. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Die sind leicht auszuführen, diese Dinge, aber nur die wenigsten machen sie. Wir kommen darauf. Yusabbihu fi dubri kulli salatin ashran. Nach jedem Gebet sagt er, 10 Mal, was? Tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Und er macht 10 Mal Alhamdulillah. Er sagt 10 Mal Alhamdulillah. Und er sagt 10 Mal Allahu Akbar. Das heißt, 10 Mal was nach jedem Gebet? Subhanallah, 10 Mal Alhamdulillah und 10 Mal Allahu Akbar. فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ. Das sind insgesamt wie viel? Weil er macht ja 5 Gebete. Also 150. 150. 30 nach jedem Gebet, also 5 Mal am Tag, 150. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan, und auf der Waagschale 1500 Hasanat wert. Du sprichst etwas aus, Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar, und das machst du 5 Mal am Tag. Natürlich besser ist, dass wir wie oft diese Dicke machen, 33 Mal, aber es gibt Leute, die haben es manchmal eilig. Also brauchen sie nicht 33 Mal zu machen, es reicht 10 Mal. Hauptsache, du gedenkst Allahs. Aber viele Leute, was macht er heute? Er hat ein neues Dhikrullah erfunden.
nach dem Gebet sofort das Handy. Und dann drückt er. Er drückt die gesamte Zeit. Was hätte er machen sollen? Er hätte den Wecker machen sollen. Und subhanallah, manche Leute, alhamdulillah, 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 wie ein Jinn. Der hat nicht einmal alhamdulillah richtig gesagt. Unser Sheikh hat einmal eine Person gesehen. Unser Sheikh ist direkt, der geht zur Person und sagt ihm, ja, ich verstehe. Mach das so. Er sagte zu ihm, was machst du? Einer, der so gesagt hat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Unser Sheikh hat ihm gesagt, was sagst du, was redest du? Er sagt dem Sheikh, ich sage alhamdulillah. Er sagt, man versteht gar nichts. Er sagt, der oben versteht mich. Allah versteht mich. Der subhanallah. Er versteht dich. Auch wenn er dich versteht, trotzdem mach das richtig. Das heißt, du machst das 10-mal nach jedem Gebet, wenn du es zum Beispiel eilig hast. Hauptsache, du gedenkst Allah. Aber wann machen wir das noch? Vor dem Schlafengehen. Vor dem Schlafengehen, liebe Geschwister, sagst du dieses auf. Und subhanallah, was meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Eine leichte Tat, aber die wenigsten machen das, weil bevor du schlafen gehst, du legst dich schlafen und bereitest dich vor auf den Dicke. Shaitan macht dich müde, also schläfst du. Ein Bruder hat mich einmal angerufen, er sagt, er hat sehr große Probleme beim Schlafen, dass er einschläft. Ich habe ihm gesagt, ich gebe dir ein schönes Rezept, aber mach das mit der richtigen Absicht. Lies Koran, weil natürlich, wenn wir Koran lesen, wer kommt als Erster? Shaitan. Er meinte, seitdem schlafe ich so gut. Natürlich, Shaitan will uns davon abhalten. Auch hier, wenn du diesen Dhikr machst, Shaitan kommt und macht dich müde. So, dass du diesen Dhikr nicht machst. Und nach dem Gebet erinnert er dich an irgendeine Sache, so dass du auch diesen Dhikr lässt. Subhanallah. Und daher, liebe Geschwister, denkt daran, dieses in eurem Leben umzusetzen. Vierter Punkt, Janaza. Wenn du das Totengebet auf jemanden betest. Man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alayha wa yufragha minha falahu qiratan wa man tabi'aha hatta yusalla 'alayha falahu qirat walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam lahu athqal fi mizanihi min Uhud. Er sagte alayhi salatu wa salam, wer einer Janaza folgt, das heißt einem Trauerzug einer Beerdigung, und er betet das Totengebet auf diesen toten Menschen, so bekommt er ein Qirat. Ein Qirat. Lasst uns hören, was ein Qirat bedeutet, liebe Geschwister. Und derjenige, der der Janaza noch zusätzlich folgt, also er hat nicht nur auf den Toten gebetet, sondern er folgt der Janaza, bis der Tote beerdigt wurde, so bekommt er einen weiteren Qirat. Also insgesamt wie viel? Zwei Qirat. Und er sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schwört nicht einfach so. Er sagte, ein Qirat ist schwerer auf der Waagschale als das Gewicht vom gesamten Berg Uhud. Wer weiß, wie lang der Berg Uhud ist? Hä? 7 Kilometer lang. Ungefähr 7 Kilometer lang und an manchen Stellen 3,5 Kilometer breit. Allahu Akbar. Dieses ist dein Lohn, wenn du an einer Janaza teilnimmst. Aber nicht, dass du mir sagst, wir haben hier keine Janaza, was soll ich tun, Abu Bara? Halt dich ruhig. Nicht, dass du hier eine Janaza erzeugst. Dann eine sehr leichte Sache, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Allahumma ghfirli dhanbi wa akhsi shaytani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fil rafiqil ahl. Er machte ein Bittgebet, alayhi salatu wassalam. O Allah, vergib mir meine Sünde und entferne von mir den Shaitan. Und bewirke, ja Allah, dass niemand ein Recht über mich hat, yawmul qiyamah. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und erschwere meine Waagschale. Und mach, dass ich zu den besten Paradiesbewohnern gehöre, wo ich in einer Stufe bin, wo die Engel sind. Subhanallah. Ein Dua. Welche Tat, die ich euch bis jetzt genannt habe, ist unmöglich zu vollbringen? Keine, liebe Geschwister. Und ich beende, damit wir, insha'Allah ta'ala, vor dem Gebet unseren Unterricht beenden, dass du den Menschen das Gute beibringst. So berichtet Hamad ibn Abi Sulaiman, er sagte, يَجِيءُ رَجُلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَرَى عَمَلَهُ مُحْتَقَرًا. So wird ein Mann hervorgebracht, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, und er sieht, dass seine Taten nicht besonders viele sind.
Er sagt, ich werde damit nicht erfolgreich sein. فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل الصحابة حتى يقع في ميزان. Als er dann um sich guckt, kommt eine Wolke, die direkt auf die Waagschale draufgeht als Last für ihn auf die Waagschale. فيقال, so wird gesagt werden, هذا ما كنت تعلم الناس من الخير. Dieses Gewicht von guten Taten heute als eine Form von Wolke ist, weil du in der Dunya den Menschen das Gute beigebracht hast. فَوُرِثَ بَعْدَكَ So wurde dieses Wissen weitergegeben nach dir. فَأُجِرْتَ فِي So wurde dir auch der Lohn dafür geschrieben. Das ist alles. Bring deinen Leuten etwas Gutes bei. Deine Frau, dein Sohn, deine Mutter, dein Vater. Bring ihnen etwas bei. Zum Beispiel, du bringst ihn bei. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim. Wenn sie es praktizieren, so wird das dein Lohn. Zum Beispiel bringst du deinem Sohn bei, dass er Dua macht, bevor er schlafen geht. Dann wirst du dafür belohnt, O Dina Allahs. Zum Beispiel bringst du deiner Frau bei, dass sie dir gegenüber gehorsam wird. So wird sie belohnt werden und du auch. Alles Lohn, liebe Geschwister. Subhanallah. Schaut mal, und das ist das Problem. Wie viel Lohn lassen wir uns heute entgehen? Du siehst Leute, der grüßt seinen Bruder nicht mal mit Assalamu alaikum. Ne? Digga, Alter. Sag ihm Assalamu alaikum. Wie viel Hasanat? 10. Wa rahmatullah? 10. 20. Wa barakatuh? 30. Subhanallah, ist das nicht besser als Digga? 30 Hasanat hast du bekommen. Schau mal, wie viele Brüder heute hier sind. Wenn du nur 10 Leuten den Salam gegeben hast, mit wie viel Hasanat gehst du raus? Mit 300. Sei nicht geizig, ja. Subhanallah, hast du so viele Hasanat? Und ich beende mit den Wörtern von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, mein Liebling. Al-Hasan al-Basri war ein Sklave im Übrigen, aber bei Allah war er angesehen. Es kommt nicht darauf an, was du bei den Menschen für einen Wert hast, sondern was du bei Allah subhanahu wa ta'ala für einen Wert hast. Al-Hasan al-Basri sagte, Al-Mu'min, yuhsin wa yakhaf. Der Gläubige, er tut Gutes, während er Allah fürchtet, dass Allah seine Taten nicht annimmt. Wal-Munafiq, wal-Munafiq. Und der Heuchler, was macht er? Yusi, er begeht gute oder schlechte Taten? Schlechte Taten, wa ya'man, und fühlt sich sicher vor der Strafe Allahs. Das ist ein Munafiq. Möge Allah Azzawajal diese Heuchelei aus unserem Herzen herausbringen. Möge Allah Azzawajal uns ständig dazu bringen, die besten aller Taten zu machen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Und habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Al-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa tubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.